Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Standalone. Zu zweit. So. Folge 2 und unserem Überlebensmodus. Inselleben. Inselleben. Island. Wir spielen gerade Island. Hier geht auf jeden Fall eine Straße lang, da müssen wir auch mal lang gehen. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein Häuschen. Ja. Und wir kennen die Zombies hier oben. So, jede Folge geht hier von maximal 25 Minuten. Ach, hier, das Haus meinst du? Ja, genau, stimmt. Also jede Folge geht maximal 25 Minuten und minimal 20. Oh, hier liegt eine Jägerjacke. Natürlich. Was für ein Zufall. Oh, geil. Das hat sogar hinten noch eine kleine Werkstatt. Oh, das Haus ist so geil. Ja, siehst du, das ist auch jetzt einer. Ja. Passt das, ja. Oh, rechts neben ihm liegt ein Gewehr. Die M70 Tundra. Kein Visier da. Kein Visier im Haus. Waffenfliegeset. Willst du die kurz reparieren? Oder ja, siehst du, hab ich auch vorhin gefunden. Stimmt. Ja, ich auch. Ich habe auch eins. Dabei. Ja, ich pack mal hin. Das können wir einfach gleich mit dem da. Ja, genau. Oh, ich muss mal kurz aufstehen. Ui. Siehst du, und schon macht das Spiel wieder Spaß, wenn wir uns selber hier Modis ausdenken. In Wirklichkeit regnet es auch. Okay, ich verstehe es, warum es im Spiel regnet. Ja, okay, ich verstehe es immer noch nicht. Nee. So, was brauchen das gute Stück? Ach, die werden wir nie finden hier. Kannst vergessen. Die 308er Windmunition. Oh, verdammt. Das wird schwierig. Ich glaube, das findet man fast nur beim Militär. Basen. Das wird echt schwierig. Da hätten wir lieber. Naja, nee, die andere braucht die ja auch. Da hätten wir jetzt aber die BK. Die BK 18 nehmen müssen, auch so. Dieses Einzelschussding. Ja. Hier, wär's mit den Stofffetzen. Ja, ich habe die vorhin hingelegt. Nicht hingelegt, auseinandergenommen und ich hatte schon 6er voll. Ja, gut, aber wir haben schon mal. Bleib mal stehen. Hab ich Würmer? Wollen wir die Jacken tauschen? Wieso? Du fandst doch das Muster so geil. Ich hab das gleiche. Ach, ja. Tatsache. Von vorne an waren das auch so. Irgendwie, wenn ich da draußen so drauf gucke. Nee, genau. Das ist so ein normales Tarnmuster. Ah, nicht rennen. Oh. Ja. Wenn wir jetzt hier das Schwert finden. Oh. Jägerhose. Ja, ich werde die Jägerhose auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn sie schlechter ist, aber dann habe ich die UMC-Hose weg und dann fange ich echt von vorne an. So gesehen. Ach so. Ja, Problem ist, wegen Platz jetzt. Gib erstmal her oder so, dann packe ich die erstmal weg. Aber du hast den Rucksack, du müsstest doch nur genug Platz haben. Ja, das habe ich auch. Aber. Können ja gleich nochmal zum Zelt hier laufen, ist ja nicht das Problem. Ja. Was ist das für ein Geräusch, Alter, von Knarzen im Bäumen? Okay, ich wollte gerade fragen, aber okay. Ich glaube, das waren Bäume, ja. So. Schade, ich habe mich schon gefreut. Den hätte ich ja zur Not hier haben können. Die was? Die Negerhose. Ja. Nee, ist egal. Passt schon. Die UMC-Hose hatte ich ja nur an, weil ich kein Dings hatte. Warum renne ich denn? Oh Mann, das geht immer ganz automatisch. Du rennst die ganze Zeit, Kali. Ja, das ist echt Mist. Jetzt sind hier diesmal gar keine Zombies, ja? Ich wollte gerade fragen. Hier unten ist jetzt mal einer. Da, wo sie vorher nicht waren. Ich hätte bei SKT das Zelt hinstellen können. Ja, gut, mit den Zombies halt scheiße. Oh, da kommt noch einer. Pass auf. Da kommen zwei zu dir. Oh, verdammt. Ich nehme den Opa. Ich versuch's. Okay, du kriegst beide. Der andere steht wieder auf? Nein. Nee. Der hat nischt. Oh, ein Kompass. Schwachsinn. Eine Bikerjacke. Ah, demoliert. Ah, ja, mit 30. Die ich da hatte. Okay.
Ja. Die sieht eigentlich ganz geil aus, wenn man die anzieht. Hallo Manu, kommst du mal her? Kommst du mal nach hier vorne? Wolle kaufen? Ich will dein Geld. Ich rasiere sie, bitte warten, bitte stillhalten. Nein, oh. ich hab so lange gewartet, bis er wachsen ist. Komm sie her, ich rasiere. Ich rasiere und mache deinen Arsch blank. Warte, was? Mit Bleichen. Bleichen. Du sag mal, das war's doch schon auf der Insel. Oh, fuck. Ist auch nicht viel. Ah, guck mal, wie groß die Insel doch eigentlich ist. Das, also ich würde trotzdem, wenn wir den Server offen haben würden und wir irgendwann richtig spielen können, hier, dann würde ich das hier als Admin-Base machen, die Insel. Einfach nur aus Gnats, weil wir dafür bezahlen. Nicht die Gefängnisinsel? Nee, das wäre doof. Das wäre wirklich doof. Da stehen wir dann drüben und ballern die alle ab, die rüberschwimmen. Ah, nee, Gefängnisinsel. Nee. Die werden mir wieder zu klein. Hof. Ja, aber die kannst du auch nicht machen. Das ist ja nur als Base gedacht. Da hast du wenigstens Häuser ringsrum. Jetzt hast du einen Pilz auf dem Stock. Ja, ich hab mich gerade gewundert. Ist unten auch als kleines Icon. Deswegen habe ich mich. Ich guck so gerade, ich so, hä? Jetzt hast du eine Pilzwaffe. Die kannst alles verpassen. Ich bepilze dich. Ich bepilze dich. Was mich ein bisschen nervt, wir haben ja auch keinen Fluss anscheinend. Nee, wieso? Hey, Wasser holen oder was? Richtig. Hey, wir haben doch jetzt ein Dings. Reicht doch hin? Ja, ein Brunnen, ja. Oh mein Gott. Ah, ich habe keine Handschuhe. Oh nein, ich muss langsam. Schraubenschlüssel brauche ich. Ne, Schraubenschlüssel brauchen wir tatsächlich nicht. Brauchen wir wirklich Jutezeug oder reichen auch Stofffetzen für den Rucksack? Stimmt nur der Jutebeutel, oder? Kann man den nicht vielleicht auch herstellen? Das weiß ich nicht. Nein, nicht klettern. Okay. Will ich nicht. So. Jetzt habe ich mal hier einen Überblick. Sie Stein ist auch ein Haus. Das ist schon mal geil. Da unten sind unsere Häuser, da wo wir eben gerade waren. Da hinten ist auch noch ein Haus beim Leuchtturm. Guck mal, da ganz hinten geht das noch. Da steht safe auch noch irgendwo ein Haus. Oh Gott, ich darf jetzt hier nicht runterfallen. Oh, schlitter ich jetzt runter oder gehe ich normal? Schlittern. Na, weiß nicht, wegen. Hast du ein paar Verbände? Ach ja. Das dauert mir jetzt wirklich zu lange. Sobald ich einen hab, höre ich auf mit Schlittern. Ach, dann kannst du auch zwei bin. Ist egal. So muttert sein, null. Puls. Da kriegen wir eher welche, wenn wir Handschuhe haben. Und die Leiter sind viel kleiner. Da ganz hinten ist nämlich noch ein Haus. Da, 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 da. Okay, das heißt, sieht irgendwie so aus wie eine Höhle da hinten. Aber ne. Höhle? Nee. Oh, das wäre gerade auf der Insel so eine Höhle. Oh. Manuel zieht um. Ja, das ist wirklich so. So, jetzt spiele ich im Stehen, weil ich nicht mehr sitzen kann. Ist das nicht interessant? Nein. Wirklich nicht. Okay. Definitiv nicht. Hä, das Haus ist riesengroß. Ich glaube, das sind zwei irgendwie. Oh, hier! Hier! Ich komm, Manu! Komm gegangen, Manu! Ich komm gegangen. Alter, schrei mich an. Guck dir das an! Mit einer Nuka-Cola drin. Ey, steht da wirklich Nuka? Nee, Nota, ne, glaube ich. Mhm. Ja. Schade. Nota-Cola. Oh, das war's. Aber immerhin, du hast einen Rucksack. Ja.
Nice. Vom Nichtskönner zum Nichtskönner. Das können sie, richtig. Das können nicht mal, das können sie. Ach ja, und wieder hinsetzen. Hat der jetzt mein ganzes Zeug weggeschmissen? Wo ist denn jetzt meine... Da. Oh. Oh, ist eine Birne? Du Birne? Ja, der letzte. WTF, ich habe noch nichts gegessen weiter. Ja, ich muss jetzt bis jetzt auch jeden Pilz gleich reindrücken. Alter Schwede. Naja, sonst kriegst du halt was von mir noch. Hast du das Fleisch auch schon gegessen? Nee, das hebe ich mir wirklich erst. Okay. Mir fällt gerade auf, ne? Wir haben gar nichts. Haben wir überhaupt extra Fleisch und sowas im Zelt, was wir zum Notfall nehmen können? Nein. Ja, das wollten wir doch mitnehmen eigentlich. Das haben wir alles gegessen. Ja, aber wir hatten noch ganz am Anfang hat man drüber geredet, dass wir noch Notfallnahrung allgemein mitnehmen, wenn es zu spät wird oder so. Also, ja. Wenn es anders nicht mehr ging. Ja, das haben wir nicht gemacht, ne. Oh, ich wollte doch erst die zwei Dosen mitnehmen. Ich hätte die mal einfach mitnehmen sollen, ne. Oh, das ist auch wichtig, Mensch. Mich wundert, dass du so viel fressen musst. Das wundert mich echt. Das habe ich doch öfters, die Scheiße hier. Es geht ja auch nicht mehr hoch. Es bleibt ja die ganze Zeit ungefähr unter der Hälfte. So. Drück SRG. Alter, ne, das können sie wirklich abessen. Stell dir vor, das wäre das normale Gehen. Da gab es auch so ein Spiel, wo das so war. Das war so ekelhaft. Das habe ich so gehasst an dem Game. So krass langsam, ja? Vielleicht minimal schneller. Aber es war halt bereulich. War das nicht Scum? Es kann sein. Da kannst du auch. Oder da, ja, gut, da kannst du per Mausrad einstellen, wie schnell du laufen willst, die ganze Zeit. Clever. Hier. Oh nee, scheiße, das ist schimmelig. Oh, ich muss was trinken. Warum so eine Kacke? Aber ich reiß den mal raus und pack den irgendwo. Ist die Frage, was ist, wenn du den kochst? Ich würde es zwar nicht riskieren, aber... Wow, in dem Moment ist hinter mir einer gespawnt. Auch verdorben. Ich wollte gerade sagen, Zombie? Nee. Ey, ich gehe zum Funkturm wieder, ne? Aber wie gefällt es dir bis jetzt trotzdem, dieses Projekt hier? Mir gut eigentlich. Guck mal hier. Getrocknet. Weil ich mag das ja total. So bis so. Hier noch einer? Oh, so frisch. Wenn ich mal einen frischen, der vielleicht mal was bringt hier. Schraubenschlüssel. Trotzdem mitnehmen und irgendwo anders hinschmeißen, dass er vielleicht da irgendwas Neues spawnt. Ich sag mal so, wenn es hart auf hart kommt, kriegst du sonst was von mir, weil ich habe bis jetzt noch nichts weiter gegessen. No. Gut, eigentlich war ja das Fleisch, was ich jeweils mitgenommen habe, für mich der wirklich Notfall. Ja gut, aber ein Fleisch. Und nicht dolle. Nee, das stimmt. Jetzt mindestens drei haben müssen. Weil, falls er zur Not dann auch noch rüberschwimmen muss. Ja. Also ich heb das Fleisch so. Das heißt, so lange wie möglich. Ich habe ja nur noch das. Das Einzige, was ich noch probieren könnte, ist mir einfach mal eine komplette Limo-Dose drin zu knallen. Weil das bringt ja auch noch Fressen. Ja, aber du darfst nie. Nix. Du darfst nichts alles auf einmal essen. Das bringt dann Minus. Essen. Du musst immer. Tausendmal machen. Ja, ich weiß, aber das ist, das haben die sogar, das hat diese Bohima-Kram gesagt, niemals alles auf einmal essen. Dadurch bin ich immer voll geworden. Ja, an sich ja, aber meist oder oft ist das dann leider nicht so. Dann können wir dann auf das Schiff, was da versunken ist. Da sind schon wieder zwei, drei Zombies.
Kann mich der eine hier irgendwie sehen? Komm mal her, nur du. Hier. Ja, 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 nur du. Ja. Warum geht er zu mir? WTF? WTF? Ich habe mich gerade gefreut. Also, ja. Und dann so, nein. Ja, ja. Er überlegt noch. Ja. So, du den anderen gleich. Also, das Messer ist echt lächerlich, ne? Also, echt lächerlich gut. Jetzt halt die Frage, wie schnell spawnt der ganze Kram hier nach, ne? Lag hier oben eine Mütze? Nee. Oh. Nur ein Messer vorhin. Oh, hier oben lag jetzt eine Mütze, da können wir wieder runter, wa? Was denn für eine Mütze? Warte. Eine Baseball. Also, hab ich, ne? Hä? Ah, da bist du. Die passt. Wo habe ich jetzt hingepackt? Da. Hier. Die passt eigentlich zum Outfit. Hast du jetzt mal einen Skaterhelm genommen? Nee, ich bleib beim Anglerhut. Ich meine, kannst du einen Angelhäkchen reinpacken? Ja, für eine improvisierte Angel ist das nicht schlecht. Das stimmt. Aber nur noch ein Tier. Damit wir auch mal einen Knochen kriegen. Und ein Seil. Ja, gehst du da hoch, ja, zur Ruine. Ich folge mal hier der Street. Wie wollen wir denn die Special-Folgen hier nennen? Insel? Überleben auf Insel? Irgendwie sowas? The Island. Dead Island. Ey! Eigentlich? Island. Eigentlich? Das ganz geil. Und jeder erhofft sich was anderes durch den Namen. Oh, da entsteht auch noch ein Haus. Ach, na siehste. Na siehste, Rüdiger. Weiß ja, wo lang ich gegangen bin, ne? Gelaufen, gejoggt. Ich lauf auch gerade zu dem Haus. Ach, hier unten sind ja noch mehr Ruinen. Ich lauf da mal hin. Da ist noch ein Haus. Achso. Okay. So, hier ist ein Zombie. Oh, fast alle. Ich hab bei Sprinten habe ich eigentlich. Ich hab voll. Ja, los. Jetzt war ich immer das Funkradio mit dem. Dieses Funkding für. Dieses Rucksackteil. Ja, oh, das wäre geil. Ja, gut, dann hast du natürlich. An Zeltstellen und für unterwegs sind die mit Walkie-Talkies. Die Frage ist. Ob man denn, ich denke mal, mit dem Teil kann man den weiter senden, ja, aber dann können doch wahrscheinlich die Walkie-Talkie-Leute nicht zurückantworten, wenn sie zu weit weg sind von dem. Oh, Teil. Der hat mich gehauen. Ich komme da auch mal hin, hier ist so ein Wanderweg. Ich muss mich verbinden. Ich habe meine. Nee. On Jeans Rock. Also, eine Schrotflinte habe ich mir hier in dem kleinen Häuschen schon irgendwie erhofft. Ach, Schrotflinte wäre echt geil. Dafür haben wir jetzt wirklich erstmal. Ja, die fucking BK-Krabenstammmüll, die wir doch sowieso immer gefunden haben. Ja, nicht aus BK-18. Diese 233 oder so. Ja, gut, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ah, diese 233 ist ja die richtige Schrufflinte, die ich die ganze Zeit nehme. Achso. Die ist ja, glaube ich, auch irgendwie BK oder so. Keine Ahnung. BK 18 oder nicht? Das war doch die 18. Nein, BK 18 war das Knicklauf. Ach Gott, ey, keine Ahnung. Die nur eine Kugel immer hat im Lauf. BK 19? Gab's hier nicht. 18. Aber bist du schneller? Nee. Hast du eben gerade noch fast neben mir? Mein Wohnanhänger.
Da ist Raketenwerfer drin. Und 20.000 Schuss. Hinten steht noch gleich ein Auto. Also das hätten, sie eigentlich mal machen können, oder? Ja. Oh. Gleich rausnehmen und wegschmeißen hier draußen irgendwo hin, dass er was Neues spawnen kann. Falls, ich weiß ja nicht, wie das hier mit dem Spawn-Kram funktioniert. Tja. Oh, lecker Steinpilz. Mm, grob, grob, grob. Yeah. Was? Steinpilz bringt... Ja gut, okay, kein Wunder. Steinpilz bringt einen Hunger und drei Durst. Wow. Ich dachte schon, ey. Ich habe auch gedacht, Hirsch, aber Baum? Problem ist, wie wollen wir den jagen? Gar nicht, momentan. Ja. Hinterherlaufen, hoffen, dass er irgendwo hängen bleibt, ja. Ja gut, aber laufen wir die ganze Zeit hinterher. Kein Problem. Run. Run. Ich schmeiß das Messer einfach zu ihm gegen den Kopf. Das wäre so geil. Ja, das wäre heftig. Ich meine, man kann es ja schmeißen. Man kann ja eigentlich alles schmeißen. Ich könnte das Gewehr einfach gegen den Kopf schmeißen. Ja, ja, stimmt. Warum auch hier keine Kadaver liegen, ne? Siehst du, kannst du das vielleicht in den Stock machen? Den so als Speer werfen? Pack den mal auf den... Ich kann gar nichts machen mit dem. Ich kann damit braten. Pack den mal auf den Boden. Auf jeden, da hast du da schon was dran, ne? Ja. Egal, ich mache mir mal kurz was. Dam, 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 bam, bam. Firma auskramen. Mit dem Messer. Ach ja, ja, ja. Ist du eigentlich geistig? Ja, aber ey, komm, so weißt du schon mal, dass, wie das geht, das führt später Angeln. Oh, Angeln, siehst du? Wir brauchen wirklich eine Angel. Dann haben wir Fleisch, dann haben wir Essen. Oh, ich habe mich gerade gefreut, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Könnt doch nur das Aufteilen, wa? Ah, doch nur das Aufteilen. Ich dachte, ich kann das Jagdmesser jetzt mit dem Stock kombinieren, ey. Gerade schon so gefreut. Ui, das ist... Ja. Ich bin unterm Strand, ne? Mhm. Okay, gut, ich verstehe dich. Pilze bringen wirklich gar nichts. Ich bin jetzt die ganze Zeit auf Gelb. Ich habe schon zwei Pilze gegessen. Oh! Oh, doch, der Weiße bringt drei voll. Drei hoch, drei Striche. Aber als ob Pilze so viel... Hä? Ich finde das so lächerlich, dass man auch Verdorbene finden kann. Naja, gut, in Wirklichkeit ja auch. Ja. Aber wir sind immer noch im Spiel hier. Das ist ein Survival-Game. Oh, oh, oh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt doch noch und schreibt hier einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.